wie oft denn noch, Mann? Ach, Klappe. Sichtungslehrgang. Damit hätte ich niemals gerechnet. Persönlichkeit, Alex. Persönlichkeit verändert sich anhand deiner Entscheidungen in Unterhaltungen. In jeder Unterhaltung kannst du dich für eine hitzköpfige, eine ausgeglichene oder eine coole Antwort entscheiden. Alex' Persönlichkeit beeinflusst sein Verhältnis zu anderen Charakteren und sein Temperament auf dem Platz. Was sag ich ihm bloß? Mal sehen. Das zählt alles nicht. Vergiss die Academy, Gas. Das liegt hinter uns. Hey Jungs, seht das nicht als Sichtungstraining, okay? Seht es als Chance zu beeindrucken. Geht raus und zeigt, was ihr könnt. George Baker ist ein harter Hund, aber er weiß, was gute Spieler sind. Und das seid ihr. Seit wann bist du denn so erwachsen? Wäre der doch bloß hier. Hey, heute geht es nur um dich, Alex. Hey, Spitzenkarre, Mann. Was will der denn? So ein arroganter Fatzke. Klutsch, klutsch, klutsch. Arroganter Fatzke. Tja, Mann, wenn man so gut ist. Ignorieren einfach. Lass euer Talent sprechen. So ein Nussknacker. Wo hat der denn den Vertrag her? Tja. Heute müsst ihr zeigen, dass ihr es in den Profibereich schaffen könnt. Ihr habt in den letzten Jahren in eurer jeweiligen Fußballakademie an euren Skills gearbeitet. Aber aus irgendeinem Grund wurdet ihr entlassen. Die Liga veranstaltet diese Lichtungslehrgänge, damit nicht eventuell Supertalente durchs Raster fallen. Das ist also eure Chance, mir und allen anwesenden Scouts aus dem ganzen Land zu zeigen, dass ihr das Zeug zum Profispieler habt. Denkt dran, die meisten haben es nicht, aber meisten von euch ist das heute der Schlussstrich. Aber für manche kann heute genau die Karriere beginnen, die ihr euch wünscht. Alles wird unter die Lupe genommen. Jede Ballberührung zählt eure fußballerische Zukunft. Die Jungs hinter mir haben schon ihren Profivertrag. Sie kennen ihre Fähigkeiten. Sie sind die Messlatte. Und heute müsst ihr gegen sie ran. Also zeigt, was ihr könnt. Kingster. Hey, Williams guckt wieder zu dir rüber. Was sag ich wieder? Mal sehen, wie er selbstsicher er noch ist, wenn er gegen mich antreten muss. Hunter! Ich weiß, dass du dich für ein Multitalent hältst, das überall spielen kann. Aber heute kannst du dir deine Position aussuchen. Also zeig, was du drauf hast. Beeindrucke die Scouts, okay? Wofür entscheidest du dich? Mal sehen. Ich nehme mal den Stürmer. Oh, genau wie der Großvater, hä? Also gut, dann mach ihn stolz. Okay, mach ich. Dann fangen wir mal mit einem Durchgang 11 gegen 11. Trennen wir die Spreu vom Weizen. Danach gibt's ein paar Drills und noch einen Durchgang 11 gegen 11 für die Besten. Also gut, dann lass es mal krachen!